Bei der Gelegenheit danke ich natürlich sehr herzlich für die Einladung. Der Steixner hat mich nämlich sozusagen am linken Fuß erwischt. Und zwar war ich vor Weihnachten einkaufen für die Margarita in einem Kunststoff-Schmuckgeschäft. Und zwar hat es die Frau Haneke, eine wunderbare, entzückende Frau, die Frau vom Regisseur Haneke, und die hat ein kleines Geschäft, und da war ich gerade und habe eingekauft, und ich habe wahrscheinlich einen Bunsch gehabt und so, und da ruft er mich auch, wo ist denn ein Vortrag heute? So ist es entstanden. Dann habe ich das noch einmal verschieben können mit Mühe und Not, und jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Jetzt muss ich das machen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Vergnügen. Es ist natürlich, ja, sonst würde ich es nicht machen, aber es ist ja Arbeit. Ja. Und was wollte ich denn eigentlich noch? Ja, ich freue mich, dass so viele nette, bekannte Gesichter bis jetzt, ich habe ja schon fast alle persönlich begrüßt, aber ein paar sind später gekommen, die begrüße ich hinterher. So, ja, ich habe mir gedacht, ich zeige jetzt darf ich mich niedersetzen, bitte sehr, weil ich frage eh nicht lang, es geht gar nicht anders. Das brauche ich nicht erklären. Ich wollte das nicht so haben, aber er hat gesagt, das muss so sein, steil aufgeregt. Und das Fahrrad war ein Zimmerfahrrad, das heißt ein normales Fahrrad, das ich umgebaut habe auf ein Zimmerfahrrad, darum ist es so. Und ich habe eine Knieoperation gehabt und der Arzt hat gesagt, Sie müssen Radl fahren. Und so ist das entstanden. Und dann haben die das so aufgestellt und dann haben sie gesagt, wie ist der Titel? Und dann haben wir gedacht, zu dem Titel, zu dem Bild passt genug, gut, gemach. Weil das hat die Margarete immer gesagt zu mir, wenn ich irgendwie hektisch geworden bin. So, und jetzt kann man schon das Nächste, jetzt ist leer. Ich habe mir gedacht, ich zeige sieben oder acht, einfach solche Bilder, wo ich nichts viel dazu sage, sieben Bauten aus der frühen Zeit, zum Teil auch vom Buchhammer. Die meisten sind wahrscheinlich, haben das schon mal gesehen oder zweimal vielleicht. Und jetzt ist das erste, ist das Haus Mackert, das war unser erstes Haus. Ich glaube, es war 60, ja, in Berchtoldsdorf. Das Haus Mackert mit Buchhammer. Dann das kann man schon weitergehen, das Haus Wittmann in Wien 23, 66, auch mit Buchhammer. Die Siedlung Goldruhe in Brunn am Gebirge, 65 mit Buchhammer. Dann das Bürohaus Grothusen, was er schon erwähnt hat, in Wien 13, 1970 mit Buchhammer. Die Erweiterung der Oper Graz, 82. Die Aussegnungshalle in Gräfelfing in Bayern 91 und Prototypen für ein Möbelsystem 96. Und ich werde jetzt anhand von vier sehr unterschiedlich großen Objekten oder Projekten oder Bauten versuchen, sozusagen eine Art roten Faden zu finden, durch vier, ob das gelingt, weiß ich nicht, aber vielleicht, ich probiere es mal. Bauten und Projekte. Jetzt, ja, das kann man schon das nächste Jahr. Ein alter Tisch oder der Umgang mit dem Vorgefundenen, circa 1980. Dem Vorgefundenen ist, wie ich meine, anders als dem gewissermaßen nur zufällig Gefundenen, eine bestimmte Besonderheit, eigen, eine Bevorzugung, ein nicht näher beschreibbares, intuitives Suchen danach und eine emotionale Beziehung des Finders zu dem Objekt,
dem Vorgefundenen. Die von mir sehr bewunderten britischen Architekten Allison und Peter Smithson benutzten vor über 60 Jahren für eine von ihnen propagierte Denk- und Arbeitsweise gegenüber dem Vorgefundenen, Alltäglichen und Gewöhnlichen den Ausdruck As Found. 1980, ist das jetzt das zweite Bild? Ja, ja. 1980 habe ich ein unheimlich schweres, massives Holzteil unter lauter Gerümpel in einem aufgelassenen Keller gefunden und in die Wohnung geschleppt, also nur den Unterteil. Da wusste ich noch nicht, was damit anzufangen. Es ist offensichtlich das Untergestell eines ehemaligen Spieltisches aus massivem Hartholz, schwarz lackiert und sehr präzise bearbeitet. Die quadratische Spielplatte war völlig ruiniert. Es stellte sich aber heraus, dass das Gestell mit gewissen Modifikationen zur Herstellung eines Besprechungstischs mit einer länglichen Platte geeignet sein könnte. Dazu war es notwendig, zusätzliche Stützen aus Stahlrohr, also eigentlich Krücken, einzubauen. Durch diese Intervention an dem gefundenen Teil wurde ein neues Objekt geschaffen, an dem Widersprüche und Absurditäten sichtbar werden, die man gewöhnlich Werken der Architektur nur schwer verzeiht. Die Befriedigung besteht weniger in dem ästhetischen Zugewinn als in der Freude über die gelungene Mutation. Kurzlebiges Vordach, ja. Kurzlebiges Vordach am Schloss Schönbrunn 1980. 1980 hatte ich die Bauleitung für die Ausstellung Maria Theresia und ihre Zeit im Schloss Schönbrunn, deren Planer der kurz vor der Eröffnung verstorbene Architekt Schlesinger war. Manche von Ihnen haben ihn vielleicht noch gekannt. Der Ausgang der Ausstellung war im ersten Stock auf dem gartenseitigen Balkon des Schlosses vorgesehen. Zwei Wochen vor der Eröffnung wurde ich aber beauftragt, aus ganz bestimmten funktionellen Gründen für die Dauer der Ausstellung ein Vordach über diesem Balkon zu planen. Das Baumaterial bestand dann aus Leihgerüstrohren und Segeltuch. Für Planung, Einreichung bei Denkmalamt und Baubehörde, Statik, Ausschreibung, Angebotseinholung und Herstellen war nur zwei Wochen Zeit, also nicht gemach. Immer noch denke ich, dass das Vordach eigentlich ein dauernder Gewinn für das Schloss gewesen wäre. Wettbewerb Museum und Restaurant Mönchsberg in Salzburg 1998. Sehr schlechtes Bild. Ich habe leider das Original nicht mehr gefunden. Das neue Objekt sollte ein Tourismuszentrum als eine Mischung von Restaurant und Kunstmuseum werden. Mit einem sehr vielseitigen Restaurant, durch seine Lage mitten und hoch über der Altstadt Salzburg mit einer einmaligen Aussicht ausgestattet. Ein Restaurant, das Reisende aller sozialen Schichten anziehen sollte. Das Gasthaus sollte also die Menschen in das Museum locken. Ich hatte die Vorstellung, dass das Restaurant ähnlich wie das von Erich Boltenstern ab 1933 geplante und von der Gemeinde Wien errichtete wunderbare und von eben dieser Gemeinde Wien nach dem Zweiten Weltkrieg aber schändlich zu Tode amputierte Kahlenberg-Restaurant in Wien werden könnte. Das Kahlenberg-Restaurant empfing nämlich Gäste aller sozialen Schichten in Räumen verschiedener Kategorien, auch für solche, die nur die Aussicht genießen und nicht Mitgebrachtes verzehren wollten. Ich fand und finde das genial und für die Großstadt Wien angemessen, so hätte ich das Mönchsberg-Restaurant auch gemacht, mit abgetreppten Gasträumen, damit man die Aussicht besser genießen kann. Und die vielen Rucksacktouristen wären dankbar gewesen. Die Grundidee für das Kunstmuseum bestand in der Anordnung der hermetisch angelegten Ausstellungsräume, um einen
an seiner Basis in den Steinkörper des Berges geschnittenen, gleichsam dort verankerten, mehrgeschossigen Lichtschacht oder Lichthof. Das war der Gegensatz zu dem total geöffneten Restaurant. Ähnlich wie beim Schwanzerschen Museum des 20. Jahrhunderts in Wien, die introvertierte Orientierung der Schauräume um einen leeren, mehrgeschossigen Zentralraum, der eine räumliche Einheit des Museums herstellte. Die unterste Ebene des Schachts, weit unter der Eingangsebene, dessen Boden und Wände aus dem gewachsenen Fels, bestehen sollte, war als zusätzliche Ausstellungsfläche für schwere und sehr große Ausstellungsobjekte gedacht. Auf dem Dach des Hauses war eine Skulpturenterrasse geplant, die im Gegensatz zu den introvertierten Ausstellungsgeschossen darunter den Blick auf die Stadt völlig freigeben sollten. Die bei der Herstellung des Schachtes gewonnenen Steinmassen waren als Baumaterial für Wände und Böden gedacht, der für die Architektur Salzburg so typische Konglomerat. Dagegen sollten die weithin sichtbaren hellen Markisen des Restaurants als ephemere leichte Elemente dem Museum aus der Fernsicht den monumentalen Charakter nehmen. Bürogebäude Berlin, Holzmarktstraße, 1992. 1992, also kurz nach der Wende, schrieb ein deutscher Investor zusammen mit der Stadtplanung Berlin-Mitte einen städtebaulichen Wettbewerb aus, den ich zusammen mit der Münchner Architektin Lucia Beringer gewinnen konnte. Das engere Wettbewerbsgebiet liegt nur eine U-Bahn-Station vom Alexanderplatz entfernt und hat als Besonderheit, dass es direkt an der Spree liegt, aber von dieser getrennt durch eine 8 Meter hohe, vierspurige Bahntrasse, auf der nicht nur S-Bahn-Züge verkehren, sondern auch überregionale Fernzüge. Aber ich glaube, ich brauche da nicht sehr viel. Die Spree, die Bahn, vierspurige Bahn und die Holzmarktstraße. Parallel zur S-Bahn verläuft die achtspurige Holzmarktstraße und dazwischen das zu bebauende Grundstück. In dieser etwas hektischen Gegend standen damals heruntergekommene Gewerbebauten aus der Weltkriegszeit. Berlin wurde nicht gerade gemächlich auf den Kopf gestellt und umgekrempelt. Man könnte auch sagen, Berlin erwachte ziemlich schnell. Statt einer Bauordnung für Berlin gab es unter der Hand und offiziell nicht gültig eine sehr dünne Bauordnung für die DDR. Die Stimmung war goldgräberisch hektisch. Es plante damals ebenso hektisch die Crème de la Crème der Architekten, keineswegs Gemach. Wer früher fertig ist, bekommt einen Mieter, hieß es. Auf der anderen Seite der Holzmarktstraße und diesen mit einem riesigen Vorgarten, wo ist der Vorgarten? Da ist der Vorgarten, so. Da ist der Vorgarten. Ich verliere nur immer dann den Text hier, wenn ich da was zeige. Auf der anderen Seite, riesigen Vorgarten begleitend, gab und gibt es 30 Meter hohe und 200 Meter jung lange Plattenbauten aus der DDR-Zeit und bis zu 60 Meter hohe Turmhäuser aus eben dieser Zeit. Ich hatte damals die Hoffnung, dass wir mit der von uns vorgeschlagenen Bebauung entlang der Spree städtebauliche Entwicklung initiieren könnten, die zwischen den kühlen und etwas steifen, aber nicht qualitätslosen DDR-Bauten und einer in Entwicklung befindlichen und etwas lauten, sozusagen der neuen Zeit zugewandten Welt entlang von S-Bahn-Trasse und Spree zu vermitteln vermag. Der über die Grenzen bekannte und fast allmächtige Berliner Senatsbaudirektor Hans Stimmern, dem es damals um die strikte und generelle Einhaltung der sogenannten Berliner Traufe
mit 21 Meter Gebäudehöhe ging, war gar nicht der Meinung. Ach, machen Sie, was Sie wollen, sagte er ärgerlich zum Abschluss einer diesbezüglichen Besprechung, übrigens in einem angstzumachenden Bau aus der Nazizeit, in dem er residierte. Wollen Sie den DDR-Dreck stehen lassen, meinte er noch. Das Abenteuer dieses Projekts bestand auch in der Tatsache, dass eben die Zeit 1992 dabei war, sich vom Analogen zu verabschieden. Wir mit ein paar Studenten hatten nur Reisschienen und Taschenrechner, der Investor verlangte aber alles digital. So waren dann die Computer für unseren Bau in einem anderen Büro ein paar Straßen weiter. Dass der Investor in finanzielle Schwierigkeiten kam und verkaufen musste, machte die Sache nicht einfacher. Städtebaulich plante man in einem Niemandsland, weil das meiste Bauliche in der Umgebung zum Abbruch verurteilt war, blieb die Spree, die Bahntrasse und die 60 Meter breite Holzmarktstraße als landschaftliche, stadtlandschaftliche Konstanten. Zum Glück ergab das Raumprogramm genau eine Gebäudehöhe, die unseren Vorstellungen für die Situation entsprach, nämlich ca. 40 Meter, und ich hatte von Anfang an die Intention, das Gebäude so zu machen, dass man zumindest in Teilen einmal gut Wohnungen machen könnte, nicht nur Büros und natürlich öffentliche Fenster. Daher gibt es keine Klimaanlage dafür, wie gesagt, öffentliche Fenster, und die außenliegenden Jalousien sind nicht elektronisch gesteuert, was es ja damals schon gab, sondern raumweise händisch regelbar. Josef Paul Klehus, der den zweiten Preis beim Wettbewerb machte und in Berlin ein Star war, stellte die drei Volumen übereinander und schlug einen 120 Meter hohen Turm vor, ein Landmark, wie er sagte. Die Situation der S-Bahn-Bögen zwischen Gebäude und Spree versprach eine spannende Entwicklung über unsere Vorschläge. Aber unsere Vorschläge, die Bögen stellenweise aufzubrechen und entlang der Spree einen Steg zu errichten, scheiterten. 10 Jahre lagen die Bögen völlig brach. Jetzt sind dort einige der bekannten Berliner Clubs drinnen, sodass ja am Abend die schmale Gasse recht lebhaft wird. Die Clubs, es gibt mehrere davon, bilden sozusagen eine Art Gegenwelt zu dem gestylten Bürogebäude. Die haben meistens nur ein bemaltes Loch, wo man hineingeht, kein Schild, nichts. Die für die Gebäudehöhe von 43 Meter mit 18 Meter recht schmalen Höfe im ersten Stock bekamen von uns einigen Komfort in der Annahme, dass auch Büros ihren Mitarbeitern etwas bieten sollten. So schlugen wir im ersten Stock auf Hofebene ein Café vor, Café, Restaurant, sowas, aber das kam nicht. Dagegen kam der Dachgarten im zweiten Stock, der für Pausenaufenthalte der Angestellten gedacht war und von dem man über die Bahntrasse drüber schauen konnte. Wie weit das jetzt so genutzt wird, weiß ich nicht. Das Sicherheitsbedürfnis ist ein sehr starker Hemmschuh. Nicht bestellt und nicht abgeholt, könnte man sagen. Der Investor wollte das ja ohnehin nie. Die Mieter müssen es nehmen, wie es ist. Aber vielleicht kommt ja einmal einer, der das anders sieht. Schon der erste Mieter, die Direktion der Deutschen Bahn, jetzt, ja, aha, da ist ein Pfeil, ich mache noch ein Pfeil. Da gibt es eine Gittertür. Schon der erste Mieter, die Direktion der Deutschen Bahn, ließ aus Sicherheitsgründen die zeitlich begrenzt gedachte Durchwegung der Höfe über eine Rampe von der Straße mit dicken Gittertüren verschließen. Also hier gibt es eine Rampe, die gibt es immer noch, kommt man auf diese Ebene und dann mit einer Treppe auf diese Ebene und man kann dann quer durch diese drei
Büroblöcke durchgehen und auf der anderen Seite wieder herunter. So war das gedacht, ist aber nie realisiert worden. Die von uns so gewollte Dichte von Baukörpern veranlassten den erwähnten Baudirektor Stimmern zu der Bemerkung: Haben Sie schon einmal etwas von Abstandsflächen gehört? Und ich lehrte damals in München Städtebau. Ich zeige ein paar Details. Ein Rundzimmer mit dreckigen Fenstern, nicht fertig, aber ganz schön. Die Treppe zum Stach, die Treppe zum Dachgarten. Ein Detail, ein Treppendetail. Die Fluchttreppe in den Hof. Ein Vordach. Und die Aufzüge sind so gemacht, dass man, wenn die Aufzugstüre aufgeht, dass man hier, das verglast, dass man hier herausschauen kann, und man hat nächstes Bild, schaut man über die Stadt drüber. Sollten sich die Zeiten ändern, kann man in diesen Häusern auch ganz gut wohnen. Im nächsten Bild jetzt eine Skizze, um zu zeigen, man könnte eigentlich ganz gut noch auch Wohnungen drinnen machen. Das Zeichenhafte, städtebaulich Signifikante, das die Fotografen so lieben, ist dadurch entstanden, dass diese drei Dinge allein geblieben sind und sich keine Reihe entwickelt hat, wie es von mir gedacht war, siehe Donaukanal. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Landschaft, Topographie und Physiognomie der Stadt. Etwa Mitte des Jahres 1937 kam ein Luftschiff, das man damals generell nach seinem Protagonisten Zeppelin nannte, auf einem Propagandaflug von Deutschland kommend nach Salzburg. Langsam, sehr langsam schob sich dieses Ungetüm auf halber Höhe des Untersbergs, also vielleicht in einer Höhe von 600 Metern, über dem Salzburger Becken fliegend, in Richtung auf die Salzburger Festung zu, querte, indem es mehrere Schleifen flog, diese Ebene zwischen Festung und Untersberg, um in einer ebensolchen steinbaren Gemächlichkeit nach geraumer Zeit ebenso lautlos und geisterhaft, wie es gekommen war, aus dem Gesichtsfeld zu verschwinden. Hier bin ich aufgewachsen, mehr am Land als in der Stadt, bin täglich mit der sogenannten elektrischen in die im Zentrum gelegene Schule gefahren, aber vorher sind wir über diese Wiesen, auf denen damals noch manchmal Kühe geweidet haben, zur Haltestelle gelaufen. Darunter, zur Haltestelle. Und die Volksschule war 4,5 Kilometer weit weg. Dann, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Und wann immer ich konnte, habe ich stundenlang in diese Landschaft hineingeschaut. Ich kannte die Berge mit Namen und bald konnte ich die Silhouette auswendig zeichnen. Am meisten faszinierten mich die Schauspiele, die das Wetter mit der Landschaft aufführte. Damals ahnte ich nicht, dass mich noch als alten Menschen Landschaft als Thema so beschäftigen würde. Aus einer illustrierten Zeitschrift wusste ich, dass ein solches Luftschiff an die 300 Meter lang und dass es in der Mitte etwa 40 Meter dick war und dass der im Vergleich zum Flugkörper eher kleine Passagierteil einen eleganten Speisesaal und eine Küche hatte, aus der die Köche beim Arbeiten auf die darunter vorbeiziehende Landschaft schauen konnten. Ich war 6 Jahre alt und fand das toll. Gemach. Ich wusste damals noch nicht, dass kurze Zeit später eines dieser Luftschiffe bei Lakehurst in der Nähe von New York unter dramatischen Umständen
gleichsam vor den Augen der wartenden Freunde und Angehörigen bei der Landung abstürzen würde. Das hat mich sehr beeindruckt. So wurde ich eben nicht Koch auf dem Luftschiff, sondern Architekt. Als solcher stellte ich unlängst folgenden Vergleich an. Ich stelle gegenüber zwei Aufnahmen aus den Jahren 1939 oben und 2018 unten, die zeigen keine Veränderung der gewachsenen Topographie, also geologisch, hingegen eine gravierende Veränderung durch die inzwischen erfolgte Bebauung praktisch des gesamten Salzburger Beckens, flächendeckend mit vorwiegend ein- und zweigeschossigen Häusern, ein Prozess, den man getrost als abgeschlossen oder irreversibel bezeichnen kann. Da hilft kein Jammern, das ist halt so. Ich erinnere mich an eine Wanderung vor circa 20 Jahren mit den kaum 10-jährigen Enkelkindern meines Bruders auf den Geisberg, während der ich angesichts des Ausblicks auf diese verbaute Salzburger Landschaft erzählte, dass es technisch möglich wäre, durch einen großen Staudamm knapp oberhalb von Salzburg alle diese Häuser unter einer riesigen Wasserfläche zu verschwinden zu bringen, sodass man mit einem Ruderboot gemütlich vom Barsch, also am Fuß des Geisbergs, zum Untersberg hinüberfahren könnte oder auch mit einem Segelboot. Aber diese Geschichte ist bei den Kindern gar nicht gut angekommen. Sie fanden sie abartig und ich musste erst ganz schnell wieder abschwören. Als gelernter Salzburger habe auch ich in jungen Jahren die Landschaft, also die umliegenden Berge, häufig als Turngerät benutzt, zu Fuß und mit Skiern das schon. Aber das war damals mit sehr viel mehr Mühe verbunden als heute, was eine extensive Ausübung verhinderte. 1949, zum Studium nach Wien gekommen, fand ich persönlich zunächst hier überhaupt keine Landschaft. Damals nicht einmal als Turngerät, nur Häuser. Ich brauchte lange, bis ich feststellte, Wien besitzt mehr als andere Großstädte eine eindrucksvolle, sanfte, aber auch vielfältige Stadtlandschaft, eine im Verlauf von Jahrhunderten gewachsene Überlagerung der natürlichen Landschaft mit der gebauten Stadt. Mehr als für andere Großstädte hat ein topografisches Element, nämlich die Donau, über Jahrhunderte eine hemmende Rolle gespielt, ein Prozess, der schließlich durch die Errichtung der Donauinsel abgeschlossen wurde. Über mehrere Jahrhunderte hinweg leistete die Donau aber Widerstand gegen die Entwicklung der Stadt nach Norden. 1200, 1770, 1890, 2000. Die großräumigen Zusammenhänge durch die Berge, die die Stadt auf eine bestimmte Art umgeben und durchdringen, und die Flüsse, die die Stadt auf eine bestimmte Art durchdringen und einengen, aber auch mit der Welt verbinden, Zusammenhänge, die Wien markante Gesichtszüge verleihen, sie bilden eine Art gewachsener Struktur der Stadt, gegen die nicht ungestraft verstoßen werden darf. Das ist ein Aspekt, der mir in der Diskussion über das Heumarktprojekt zum Beispiel etwas gefehlt hat. Man hat vergessen, dass der Heumarkt eigentlich direkt am Ufer des Wienflusses liegt, am Wiental, eine Hauptfurche Wiens und nicht etwa im Machfeld. Aber darum schert sich das geplante Intercont-Hotel überhaupt nicht und soll sogar noch höher gemacht werden als jetzt. Man steht wie eine Talsperre in der Gegend. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, dass Hermann Tschech auf die Frage, welches Gebäude in Wien er am liebsten abreißen würde, antwortete: die Bibliothek am Gürtel. Diese etwas verblüffende Aussage, die ich voll teile,
kann man vielleicht unter einem ähnlichen Aspekt verstehen, Verstoß gegen Grundzüge der Stadt. Ich habe gesagt, Physiognomie einer Stadt, besser als der Begriff der Topographie, eignet sich dieser Begriff dafür zu beschreiben, welche Beziehung Menschen zu einer Stadtlandschaft und damit zu ihrer Stadt haben. Es ist das heute existierende Gesicht der Stadt in all seiner Anziehung und Abstoßung, in seiner Ältlichkeit, in seiner tatsächlichen oder nur aufgetragenen Jugendlichkeit, jedenfalls in seinen schon dagewesenen Grundlinien, die das Gesicht der Stadt unverwechselbar machen, erinnerbar machen. Der Philosoph Moritz Halbwachs hat ein kollektives Gedächtnis für bestimmte markante Ereignisse konstatiert, zu denen man ruhig auch stadtlandschaftliche Zustände zählen darf. Auch wenn das kollektive Gedächtnis nicht quantifizierbar ist und daher in einer städtebaulichen Diskussion wie über den Hallmarkt wenig taugt, sollte es trotzdem in den Köpfen eine Rolle spielen. Noch ein Wort zum Belvedere-Blick. Dieser, nämlich der heutige Blick vom wohlwollenden Belvedere auf die Stadt, hat mit dem wunderbaren glorifizierenden Bild von Canaletto nur annähernd selben Standpunkt gemeinsam. Alle Versuche, den Blick von Belvedere heute zu diskreditieren mit dem Argument, seit Canaletto seien so und so viele Jahre vergangen, sind albern und verlogen. Aber wenn die Stadt Wien, sich um einen Titel bewirbt, wenn die Stadt Wien sich um den Titel der lebenswertesten Stadt bewirbt, verwendet sie Fotos anderer, so wie diese Art, wo man kein Hochhaus sieht. Fiktionale Geschichten. Bei verschiedenen Arbeiten über städtebauliche Probleme, die nicht in absehbarer Zeit lösbar scheinen, habe ich seit einiger Zeit manchmal die Form der Fiktion gewählt. Ob eine solche Geschichte als Projekt bezeichnet, mag dahingestellt bleiben. Es erscheint mir wichtig, dass einer solchmaßen fiktionalen Geschichte keinerlei intendierte Realisierung zugrunde liegt. Aber dahinter steckt immer ein Problem, das nicht gelöst ist und dessen Lösung nicht sehr nahe ist. Durch das Fiktionale wird es möglich, zu bestimmten Themen ohne großen Aufwand und vor allem auch spontan eindeutig Stellung nehmen zu können, ohne sozusagen einen Wahrheitsbeweis antreten zu müssen. Daraus entwickelt sich automatisch eine gewisse Polemik. Die angewendete Methode könnte man vielleicht als gezielte Unschärfe gepaart mit einem Mangel an Ernsthaftigkeit bezeichnen. Costa Blanca. 1999 war ich eine Woche bei Freunden in einem Ferienhaus in der Nähe von Morera an der spanischen Costa Blanca. Die Freunde mochte ich, das Haus war formidabel, die Landschaft außerordentlich pittoresk. Aber, und man kennt das aus vielen Ländern, das endlose Ferienhausmeer, 2 Kilometer tief und unendlich lang. Sie zwingt zum Auto, der Badestrand ist schmal, kurz und belebt. Darüber hinaus eine vielversprechende Landschaft, aber nicht zum Spazierengehen oder gar zum Wandern. Mit leichtem Frust habe ich etwas aufgezeichnet, was eigentlich nicht viel mehr als eine kolossale Staumauer aus Ferienwohnungen ist, mitnichten eine Stadt, in der man dauernd leben möchte, aber wenigstens eine freiere Landschaft. Und warum sollte man eigentlich an der Costa Blanca ganzjährig leben wollen? AKH. Als ich im Jahr 2016 mehrere Monate im Wiener AKH zugebracht habe, ist eine Skizze für eine fiktionale Verbesserung entstanden, die ich den Schwestern und Ärztinnen der Herzstation gewidmet habe. Anlass war die Tatsache,
dass die Schwestern in den an den vier Ecken der beiden Bettentürme untergebrachten Stationsräumen trotz der scheinbaren Großzügigkeit des AKH in äußerst beengten räumlichen Verhältnissen in bewundernswerter Weise einen Teil ihrer Arbeitszeit und auch ihrer Freizeit verbringen müssen. Leider sehe ich nicht, wie man das AKH aus dem baulichen Dauerfrost erlösen könnte, in den es durch seine Lage und seine Kompaktheit gelangt ist, was seinerzeit mit großem Enthusiasmus gefeiert werde. Und was ich besonders bedauerlich finde, weil ich dort die besten Ärzte und Schwestern gefunden habe. Künstlicher Berg in München. Die Süddeutsche Zeitung wollte von mir 2001 eine Skizze zu dem damals gerade besonders virulent gewordenen Hochhausproblem in München. Viele fanden damals die Höhe der Frauenkirche als Maß der Dinge. Jedenfalls schien die Regel zu sein, Hochhäuser verteilen wie Topfpflanzen. Ich machte eine Skizze und einen Text, den ich hier so ungefähr wiedergebe. München als kleine Stadt an der großen Isar mit dem kleinen Nockerberg im Osten und einer freien Ebene zwischen sich und der Alpenkette besaß sicher lange Zeit auch große landschaftliche Reize. Davon kann in der ausgeuferten Metropole an der inzwischen winzigen Isar schon längst keine Rede mehr sein. Ich schlug damals einen künstlichen Berg über dem künftigen Hauptbahnhof, dem heutigen Ostbahnhof vor. In Klammer, er ist heute noch Ostbahnhof. Seine ungefähren Maße sind bis zu 200 Meter hoch, 300 bis 400 Meter breit und 1800 Meter lang. Ein künstlicher Berg, von jedem besteigbar, mit einladenden Biergärten, Rastplätzen und bepflanzten Terrassen und einem wunderbaren Ausblick auf die 70 Kilometer entfernte Alpenkette. Dieser Berg sollte zur Gänze aus mehr oder weniger Mann an Mann geschlichteten Hochhäusern bestehen, und zwar aus allen Hochhäusern, die in den nächsten 20 Jahren in München gebaut werden. Dieser Berg hat darüber hinaus gegenüber allen anderen über die Stadt verteilten, verzettelten, meistens peinlichen Hochhäusern den ungeheuren Vorteil, dass in ihm der Großteil der unangenehmen Eitelkeit der Hochhausarchitekten gebündelt wäre. Im Jahr 2100 würde der künstliche Berg vielleicht schon zugewachsen sein. Fritz Kurrent brachte mir die Kunde aus München: In München brauchst du nimmer anschauen lassen. Donaukanal. 2009 fabrizierte ich eine Skizze vom Donaukanal für Herrn Brassé, der Einträge von Architekten sammelt, in eine Art Stammbuch. Die Skizze war nicht ganz ernst gemeint, berührte aber ein latentes städtebauliches Problem. Die Rolle des Donaukanals als nicht wahrgenommenes und nicht wahrzunehmendes stadträumliches Element und seine zunehmende Filetierung und Provinzialisierung. Seit dem Wettbewerb im Jahr 1946 für den Bereich des Donaukanals mit dem herausragenden Projekt Welzenbachers war der Donaukanal nur mehr punktuell Gegenstand städtebaulicher Überlegungen. Die Skizze nannte ich Donaukanalgasse und sie zeigte nicht mehr als alle Gebäude am nordseitigen Ufer, genauso wie sie sind, einfach auf eine einheitliche Höhe von 60 Metern zu zeichnen und somit eine Art stadtraumbestimmende Wand herzustellen. Heftiger Widerspruch beim Fachpublikum. In einer Alternative versuchte ich etwas später, etwas weich geworden schon, statt der Wand eine Art Zaun aus frei am Donaukanal stehenden kleinen Türmen gleicher Höhe, aber unterschiedlicher Architektur. Sehr verhaltener Applaus. Karlsplatz.
Als der Wiener Kulturstadtrat vor einigen Jahren, es müssen jetzt schon 4 oder 5 Jahre sein, den Wettbewerb für das Wien-Museum ankündigte, fragte ihn ein Radioreporter, was nun mit dem Karlsplatz sein wird. Und da meinte er sinngemäß, schauen Sie, schon Otto Wagner hat gesagt, dass der Karlsplatz kein Platz ist, sondern eine Gegend. Das greifen wir doch nicht an. Diesen Irrtum, Otto Wagner in die Schuhe zu schieben, ist nicht fair. Wagner hat keinen unwichtigen Beitrag zum Karlsplatz geleistet. Anlässlich der Vorstellung des Buches Architektur im Sprachraum von Otto Kapfinger 2014 habe ich zum Karlsplatz gesagt, dem malträtierten Platz droht im nächsten Jahr, also 2015, ein neuerlicher Architektenwettbewerb in Form des Wien-Museum-Wettbewerbs, nachdem schon der erste 1971 unter Roland Reiners Juryvorsitz und dem siegreichen dänischen Gartenarchitekten den Platz von einer Stadtlandschaft mit Wienfluss und Karlskirche zu einer hoffnungslosen Gegend umgegraben hat, beherrscht von pompösen U-Bahn-Abgängen, Stadtautobahnfragmenten und ineinander verschlungenen Straßenbahngeleisen. Und die ehemaligen Stadtbahnstationen Otto Wagners, die nach Abbruch und Wiederaufbau um 2 Meter höher zu stehen gekommen sind, sodass sie jetzt ihrer ursprünglichen Verkehrslogik spottend, hoch über den Park schauend, zu einem Espresso und einem Otto-Wagner-Kleinstmuseum degradiert, ihr denkmalgeschütztes Dasein fristen. In Klammer übrigens eine Sache, die die Wiener Stadtplanung durch ein infames Gerücht einem schlampigen Bauleiter in die Schuhe schieben wollte, er hätte sich damals um 2 Meter vermessen. Mit der damals neuen Fußgängerunterführung ging es ihr aber gar nicht anders. Also es war ein Planungsfehler und nicht ein Maßfehler. Ein verwüstetes Schlachtfeld für den Fußgänger. Das Wiental von Otto Wagner, einmal so großstädtisch gedacht, endet heute am nordöstlichen Ende des Naschmarkts in einer absurden Fußgängerverbotstafel, versickert dort spurlos und beginnt erst wieder beim Stadtpark, wo die wunderbare großstädtische Begleitung Wumanns zum Wienfluss beginnt und in der Ferne Hermann Tschechs Wienflussbrücke zu sehen ist. Dazwischen kein Wiental. Vor diesem Hintergrund habe ich 2016 zwischen 2 Krankenhausaufenthalten eine Skizze zum Karlsplatz fabriziert, die diesen in einer Entwicklung vom Platz zum Garten sieht. Also eine Einebnung und Rückbau der Fußgängerunterführungen, die Absenkung der Wagnerstationen auf das ursprüngliche Niveau und die Herstellung einer Wiese nach Vorbild des Augartens mit geringerem Baumbestand und einem künstlichen Gewässer, das sozusagen einen Gruß vom Wienfluss schickt. Bergstadt. Schon seit einigen Jahren arbeite ich an der Geschichte einer Bergstadt. Ich sage Geschichte dazu, weil ich diese Arbeit nicht als Projekt bezeichnet wissen will oder obgleich mir bewusst ist, dass natürlich gewisse Aspekte dieser Geschichte projektähnlich sind. Es ist die fiktionale Geschichte einer Stadt auf einem konkreten Berg aus dem Gesichtswinkel des Jahres 2050 oder 2060 betrachtet, mit fiktionalen, technischen, gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen Umständen und Zuständen, die man vielleicht, aber vielleicht auch nicht zu diesem Zeitpunkt vorfinden wird. Als Jules Verne zum Beispiel 1865 seinen Roman Reise um den Mond schrieb, war das ziemlich genau 100 Jahre vor der ersten bemannten Mondumfahrung durch die Apollo 7. Obgleich Jules Verne seinen Roman doch in erster Linie als literarisches Werk betrachtete, ist es erstaunlich, wie genau er die aus der damaligen Sicht bestandenen technischen Voraussetzungen recherchiert hat. Er hat zum Beispiel den Einschlag der zurückgekehrten Sonde an der gleichen Stelle vorausgesagt, wo die Apollo 7 dann tatsächlich gelandet ist. Interessant.
Ein Zyklus von Aquarellen, Zeichnungen und von Aquarellen und Zeichnungen, die Bruno Taut alpine Architektur nannte und der 1919 erschien, enthält Visionen für einen Weltumbau und eine sehr eigenwillige und poetische Interpretation einer Stadt am Berg. Zu dieser Zeichnung schreibt Taut: Weg zum Kristallhause im Wildbachtal. Die Schlucht wird überspannt von Bögen aus schwerem, farbigem Glas. Sie verengen sich in dem enger werdenden Tal über dem immer wilder stürzenden Bach und werden da immer glühender und tiefer in den Farben, bis die engste Talenge bis weit nach oben von einem Glasbogengitter in allen Farben geschlossen wird. In diese Gitter sind harmonisch abgestimmte Äolsharfen eingesetzt. Soweit Bruno Taut. Die in dem Text erwähnten Äolsharfen sind Windharfen, deren Saiten vom Wind in Schwingung gebracht werden, also ein sehr sinnvolles Attribut der alpinen Architektur. Taut war zu diesem Zeitpunkt schon Architekt und hat wenige Jahre nach dieser Arbeit unter anderem die Hufeisensiedlung gebaut in Berlin und war erfolgreich als Stadtplaner tätig. Städte in den Bergen gibt es seit alters her in mediterranen Ländern und seit dem Beginn des alpinen Tourismus gibt es in Mitteleuropa die dem Freizeitsport, also der Landschaft als Turngerät gewidmeten monofunktionalen Sportstädte. Aber Bad Gastein und das Semmering, um klassische österreichische Beispiele zu nennen, kämpfen ums Überleben, seit sich der Tourismus gewandelt hat und sie waren nie normale Städte mit den vielfältigen Funktionen, die eben eine normale, ganzjährig bewohnte Stadt ausmachen. Und es ist sehr fraglich, ob man aus Bergtouristenstädten, die es ja genügend gibt und wie es Bad Gastein und Semmering einmal waren, in Zukunft durch Umbau normale, ganzjährig bewohnbare Städte machen kann. Ein Anlass könnte ja sein, dass Höhenlagen über 1000 Meter Seehöhe bei uns durch den Klimawandel an Attraktivität für ganzjähriges Bewohnen gewinnen. Der Historiker und Philosoph Philipp Blom beschreibt in seinem Buch Die Welt aus den Angeln die Veränderungen, die durch die sogenannte kleine Eiszeit in Europa zwischen 1570 und 1700 entstanden sind, eine Eiszeit mit einer im Schnitt um 2 Grad niedrigeren Temperatur. Das Buch erzählt von langen kalten Wintern und kühlen verregneten Sommern, verheerenden Missernten, zugefrorenen Häfen in Venedig und London, Kometenhexenverbrennungen und dem Untergang der Armada, aber auch von der Beliebtheit der Winterlandschaften in der niederländischen Malerei. Kurz, es war eine mehr als 100 Jahre dauernde, schwere Krise, aus der die Menschen sich mit Hilfe von Aufklärung, Wissenschaft und Technik zu befreien versuchten. Ohne hysterisch zu werden, kann man davon ausgehen, dass eine langfristige Erhöhung der durchschnittlichen Temperatur in den nächsten 20 bis 40 Jahren um 2 Grad ähnlich gravierende Änderungen in vielerlei Hinsicht bringen kann, wie das Absinken der Temperatur in der sogenannten kleinen Eiszeit. Aber gemach, gemach, ehe unsere genialen Stadtplaner und unsere cleveren Investoren anfangen, Städte in den Bergen zu planen, es gibt nicht allzu viele Situationen, wo sie neue Städte in den Bergen sinnvoll entwickeln können, wenigstens in unserer Gegend. Der Grund dafür liegt, dass meiner Meinung nach Bergstädte vor allem wegen der erschwerten Verkehrsbedingungen am Berg größenmäßig limitiert sind. Wahrscheinlich können sie nicht viel mehr als 100.000 Einwohner haben, sodass sie auf Dauer auf die Allianz mit anderen möglichst naheliegenden Städten gleicher Größenordnung angewiesen sein werden, wenn man annimmt, dass die Attraktivität einer Großstadt erst ab einer Größe weit jenseits der 100.000 Einwohnergrenze beginnt und wenn man annimmt, dass die Großstadt das Ziel
eine Mehrheit der Mensch ist und bleibt. Verglichen mit der traditionellen Stadt in der Ebene weist die Bergstadt Vorzüge auf, die nicht nur im klimatischen Bereich, sondern vor allem in den stadträumlichen Möglichkeiten liegen. Nicht der geringste Vorzug ist die Gunst, weit sehen zu können. Diesen Vorzügen, aber auch den Schwierigkeiten, die die Entwicklung einer Stadt auf dem Berg zu erwarten hat, nachzugehen, galt mein Interesse. Entstanden ist diese Geschichte vor ungefähr 5 Jahren aufgrund einer kurzfristigen Anfrage von dem Architekten Jan Tabor, die ungefähr lautete: Wie soll die Hauptstadt Europas in Zukunft aussehen und wo soll sie sein? Dafür erwartete er sich kurzfristig Skizzen. Ich erlieferte Jan Tabor die Skizzen. Die neue Hauptstadt Europas sollte nach meinem Vorschlag in der Nähe von Straßburg auf einem Berg namens Ungersberg zu liegen kommen. Ich fand dafür in der Eile einige, wie mir schien, plausible Argumente, auf die ich hier nicht eingehen will, die aber für die weitere Arbeit eine Rolle spielten. Ich brauche allerdings nicht lange, um mir klar zu werden, die Probleme des vereinten Europas sind nicht mit einer neuen Hauptstadt zu lösen. Ich verwarf den Gedanken sehr schnell. Geblieben und erweckt wurde in mir das generelle Interesse an der Stadt am Berg, wohl wissend, dass dies nur eine Neugründung bedeuten kann und wohl wissend, dass es heute in erster Linie Aufgabe des Städtebaus ist, bestehende Städte zu reparieren und weiterzubauen. Das war und ist mir alles durchaus bewusst. Ich beließ aber die Situation auf dem Ungersberg bei Straßburg, weil sie mir vertraut war und mir dafür passend erschien. Der Ungersberg ist etwa 900 Meter hoch, hat ca. 40 Kilometer von Straßburg entfernt, bewaldet und heute ein beliebtes Ausflugsziel, kein Berg, der irgendwie auffällig erscheint, man könnte sagen ein Mugel wie 1000 andere. Das Gebiet ist verkehrsmäßig gut mit Straßburg und mit der Schweiz verbunden. Es erinnert mich etwas an die Gegend entlang unserer Weinstraße und die davorliegende Ebene. Auch hier im Elsass gibt es Weinberge, die sich die Henninge hinaufziehen und entlang dieser viele gastliche kleine Orte. Es war mir wichtig, die Grundstruktur der Stadt so weit als möglich aus der Topographie zu entwickeln. Das heißt, ein primäres System von im Prinzip konzentrischen Straßen mit einer Steigung von generell 6% und im rechten Winkel dazu verlaufenden Querstraßen bilden den Großraster der Stadt. Den Verlauf der konzentrischen 6% Straßen und mit auch die Umrisse der Stadt werden somit durch einen Algorithmus definiert, die aus den akzeptablen Steigungsverhältnis der Straße und den Kennwerten der Topographie besteht. Auch die Querstraßen, die in einem regelmäßigen Abstand angeordnet sind, orientieren sich an der Topographie. Die konzentrischen Straßen sind in Form ineinander gesteckter Spiralen, rot und blau, definiert. Bis hierher gibt es genau genommen noch nicht so etwas wie Gestaltung. Das meiste ist aus der Topographie entwickelt. Die Schichtenlinien des Berges lassen die spätere Grobstruktur der Stadt erkennen. Ein städtebaulicher Großraster, der in Richtung der Falllinien entsprechend der Topographie variabel ist, ergibt eine Grundordnung. In diesem Großraster werden im Prinzip ähnliche, aber der topografischen Situation entsprechend unterschiedlich große Stadtgrundelemente entwickelt. Die erwähnten Stadtgrundelemente enthalten Wohnungen für ca. 600 bis 1200 Bewohner, zugehörige Arbeitsräume und Büros, Gewerberäume sowie eine Reihe kleinerer zentraler Einrichtungen wie Kinderhort und Gemeinschaftsräume, Werkstätten, hotelartige Räume, ein Kaffeehaus mit Geschäft und eine geräumige Werkstätte für einen vielseitig ausgebildeten Hausmeister. Also alles, was so ein kleines städtisches Viertel oder ein Grätzl braucht und brauchen kann. Dazu gibt es für jedes Stadtelement
einen gemeinsamen terrassierten Nutz- und Ziergarten, eine Allmende, wie man das diese Einrichtung im Mittelalter nannte. Und da das Klima wärmer sein wird, soll man das noch einmal lassen? Nein, das genügt schon. Da das Klima wärmer sein wird, wenn die Bergstadt gebaut ist, werden auf den Terrassen Weintrauben, Pfirsiche und Paradeiser gedeihen. Den Stadtgrundelementen kommt dabei auch die Aufgabe zu, den Fußgängerverkehr zwischen den oft viele Höhenmeter auseinanderliegenden konzentrischen Straßen zu ermöglichen. Das passiert in den relativ schmalen Gassen mit Treppen und halböffentlichen Flächen, die mit Arkaden oder mobilen Überdachungen ausgestattet sind. An den Enden der Gassen gibt es unterschiedliche Treppenanlagen, die man sich etwa nach der Mönchsbergstiege in Salzburg vorstellen, da hinten sind diese, vorstellen kann. Sportlichkeit ist gefragt, aber nicht unbedingt erforderlich, denn ein kaskadenartiges System quasi öffentlicher Aufzüge in den Wohnhäusern hilft, die Höhenmeter zu überwinden, wenn man nicht so sportlich ist. Durch die Regel, dass die Querstraßen rechtwinklig an die konzentrischen Straßen anschließen, ergeben sich fallweise der Topografie entsprechende Knickungen der Querstraßen und sehr unterschiedliche Situationen an den Knotenpunkten. Dem Straßensystem übergeordnet ist eine Seilbahn, die entlang des linear verlaufenden Zentrums die konzentrischen Straßen mit den zentralen Einrichtungen, mit den im Tal gelegenen Expressbahnhöfen verbindet. Konditionsschwierigkeiten. La Paz, die Hauptstadt Boliviens, hat seit etlichen Jahren ein Seilbahnsystem zur Erschließung der hochgelegenen und dicht verbauten Wohnviertel der Stadt entwickelt. Und Gemach, in der Bergstadt hat der Verkehr etwas Beschauliches, Sinnliches und Vergnügliches, jedenfalls ist er nicht sehr schnell. Dafür sind die Straßen so angelegt, dass man fast überall auf der Talseite der Straße einen Ausblick ins Tal hat, das heißt, die Straßen sind einseitig und asymmetrisch und die Fahrbahnen sind abgetreppt. Das Zentrum der Stadt ist linear, zieht sich wie ein Scheitel über die ganze Stadt und enthält in allen Teilen die wichtigsten zum Leben der Stadt notwendigen Funktionen, sodass ein Wachstum der Stadt zwiebelartig von oben nach unten möglich ist. Die unterste Straße definiert die endgültige Grenze der Stadt zum umgebenden Wald. Den Gipfel des Berges und Mitte der Stadt bildet eine große, freie, horizontale Wiese ohne festgelegte Nutzung. Von diesem zentralen Hauptplatz der Wiese führt eine beiderseits mit Gebäuden begrenzte Hauptstraße kaskadenförmig abgetreppt zu den anderen beiden Plätzen der Stadt, dem Marktplatz und im Südosten und die Stadtterrasse mit den kulturellen Zentrum und der Universität im Nordwesten. Die zentralen Objekte sind so gedacht, dass diese beiderseits der Hauptstraße und entlang der großen Plätze 5 bis 6 Geschosse angeordnet sind, wie in den Straßen einer konventionellen Stadt, dass sich aber die Funktionen, die sich erst im Lauf der Entwicklung der Bergstadt ergeben, jeweils in den großen Gebäudebäuchen, die darunter liegen, entwickeln. Auf die Festlegung eigener, den jeweiligen Funktionen zugeordneter, quasi repräsentative Baukörper, wie er also im Allgemeinen verzichtet,
Die Funktionen wie Theater, Konzerthaus, Rathaus, Bank und so weiter sind also nur an den jeweiligen großen Portalen erkennbar und stehen wie Reihenhäuser nebeneinander, wie in gründerzeitlichen Vierteln, sodass stadträumliche Situationen, also Straßen und Plätze, definiert werden können, ehe die Gebäudefunktionen feststehen. Indem Straßen und Plätze gezielt den Blick auf die Landschaft freigeben und in den Stadtraum einbeziehen, wird die Landschaft zum städtebaulichen Hauptfaktor. An den Stellen, an denen die Hauptstraße wasserfallartig in die Tiefe fällt, übernehmen die talseitig verglasten Aufzüge und Treppen die Rolle der Straße und aus dem scheinbaren Nachteil der Stadt, Bergstadt durch die erforderliche Höhenüberwindung wird ein stadträumlicher Gewinn gezogen. Die Stadt wird zur Bühne für ein landschaftliches Spektakel. In diesem Sinn, die Stadtterrasse, in diesem Sinn ist die Stadtterrasse sozusagen ein zentraler städtischer Raum mit ziemlicher Länge, dessen eine Seite von der Front der aufgefädelten kulturellen Einrichtungen und die andere Seite von der Aussicht auf die freie Landschaft gebildet wird. Hier kann man in der Abendsonne mit dem Blick in die Weite einen Campari trinken und anschließend ins Kino gehen. Aber das Nonplusultra einer Bergstadt bietet erst die Vorstellung, dass diese über weit gespannte luftige Seilbahnen mit einem Kollektiv weiterer Bergstädte in einer Art Seilbahnschaukel zu einer Großbergstadt verbunden ist und hunderte Äolsharfen und Äolsflöten und Äolsposaunen spielen die Musik dazu. Ein Blick auf die Nachbarberge des Salzburger Geisbergs zeigt verheißungsvolle Situationen für Bergstädte. Nur die arglosen Salzburger Wanderer auf dem Bild wissen noch nichts davon. Vielen Dank.